Hallo liebe Freunde von scharfen Messern. Ich bin der Daniel, ich bin Kursleiter hier bei Schmiedeglut. Seit ungefähr einem Jahr geistern im Internet diese Projekte mit Kumai rum. Also wir kombinieren Stähle oder Damast mit Kupfer. Ich habe mir überlegt, ich probiere das auch aus, weil es mich einfach interessiert, wie funktioniert das. Und ich habe mir gedacht, ihr könntet vielleicht auch Interesse daran haben, auch mal zu sehen, wie man das macht. Wie ich das Projekt aufbaue, weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, sonst bin ich eher kamerascheu und gar nicht hier zugegen. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Vor habe ich zwei Arten von Kumai zu machen. Einmal das Kupfer in Kombination mit 1.2842 eine richtige Damaststruktur bekommt, also abwechselnd Stahl, Kupfer, Stahl, Kupfer, Stahl, Kupfer mit eine Schneidlage auch 2842, was dann nach dem Ätzen einen schönen Kontrast von Schwarz und Kupfer geben sollte. Unser zweites Projekt, hier habe ich schon vorbereiteten und fertig geschmiedeten Damast mit 160 Lagen circa pro Seite. Die Kernlage habe ich von beiden Seiten abgeschliffen, weil ja hier auf beide Seiten dann die Kupferplatte soll. Die Außenbleche habe ich nur von einer Seite sauber geschliffen, damit ich hier einfach mehr Material habe, weil das wird eh aufgeheizt und überschmiedet. Da brauche ich mir die Arbeit nicht machen und das auch noch zusätzlich sauber schleifen. Ich habe die unterschiedlichen Stahlplatten und die Kupferplatten jetzt vorbereitet, sauber abgeschliffen, mit Aceton gereinigt, sodass wir auch keinen Dreck dazwischen haben. Ich schichte jetzt in dem Fall erstmal die Damastpakete, immer abwechselnd 2842 Kupfer, wieder 2842, so, einmal gucken, wo ich mich verzählt habe, ja, geht auf, so, zack, zack. So, jetzt haben wir 4 Lagen Stahl mit 3 Lagen Kupfer im Kern. Die Sachen muss ich verschweißen, also ich werde den ganzen Rand rundherum ums Paket zuschweißen. Hinten lasse ich eine kleine Öffnung, dass sich Luft, die drin eingeschlossen ist, einfach, dass die entweichen kann. Warum schweiße ich es außenrum zu? Damit das Kupfer, falls ich doch zu heiß werde beim Verschweißen, dass es nicht rausspritzen kann. Also hier findet keine Feuerverschweißung statt wie beim traditionellen Damast. Das heißt, ich werde mit den Temperaturen deutlich weiter unten mich ansiedeln. So, ich habe die Pakete jetzt verschweißt und man sieht, typischer Montag, unser Schutzgas ist alle. Deshalb sieht die Schweißnaht ziemlich bescheiden aus und ich hoffe, dass sie trotzdem dicht ist. So Freunde, da sind wir wieder. Beim Schmieden ist ein bisschen was in die Hose gegangen. Die Variante mit Damast und Kupfer war zu kalt anfangs, dann war sie zu heiß und hier ist das komplette Kupfer ausgeschmolzen, ist jetzt auf der Oberseite. Die Variation aus Kupfer 2842 im Wechsel hat wunderbar funktioniert. Da habe ich schon mal die Klingenform aufgezeichnet. Ja, die schneiden wir jetzt aus und dann machen wir da ein Messer raus. We'll be right back.
So, hallo Freunde, die Klinge ist fertig. Als nächstes kommt der Griff dran. Hier habe ich mir auch was überlegt, also ich habe das schon mal gemacht, aber noch nicht in Verbindung mit einem Küchenmesser. Und zwar nehme ich ein stabilisiertes Holz, breche das auseinander und setze zwischen die Bruchstücke Bernsteinsplitter. Die gieße ich dann mit Epoxidharz auf. Mal schauen, wie es wird. So Freunde, das Messer ist fertig und es sieht sehr gelungen aus. Wie gesagt, wir haben unsere Fehler gemacht und wir haben die Sachen gemacht, die funktionieren. Also sehr, sehr großer Lerneffekt. Das Ergebnis ist super, gefällt mir hervorragend. Auch die Kombination mit dem Bernsteingriff. Ja, wie sieht's aus? Kanntet ihr Kumai schon? Interessiert euch das Thema? Sollen wir uns damit weiter beschäftigen? Vielleicht nochmal die Sache mit dem Damast, das in die Hose gegangen ist, in Angriff nehmen und da auch nochmal ein fertiges Messer draus machen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns vielleicht.